Herzlich willkommen in mein Monatsorakel Dezember 2017 für Erdelemente. Dazu gehören die Steinbockgeborenen, die Stiergeborenen und die Jungfraugeborenen. Erstmal möchte ich astrologisch beschreiben Monat Dezember. Planet Venus gilt als Liebesplanet. Das ist Liebe, Partnerschaft, aber auch kleines Glück und kreative Arbeit und auch Selbstständigkeit. Am 1. Dezember befindet sich dieser Planet noch in Tierkreiszeichen Skorpion. Da sind natürlich tiefen Gefühlen und Leidenschaft kommt im Ausdruck. Und diese Energie unterstützt die Jungfraugeborenen, unterstützt die Steinbockgeborenen und die Stiergeborenen haben hier eine Aufgabe in diese Richtung schauen, das im Gleichgewicht halten, auf anderen zuzugehen, wenn es um die Liebe, Partnerschaft geht natürlich und wenn es um Selbstständigkeit geht, um eine kreative Arbeit, dann selbst etwas in Bewegung setzen, Mut zu zeigen. Der Planet Venus wird ab 2. Dezember in Tierkreiszeichen Schütze sein. Das unterstützt die Steinbockgeborenen, weil die Steinbockgeborenen haben dann die Begeisterung, wird auch aktiv sein oder erwartet die Liebe auf eine Reise. Das hindert bisschen die Jungfraugeborenen und verunsichert die Stiergeborenen. Ab 26. Dezember bewegt sich Venus in Tierkreiszeichen Steinbock. Das ist für alle drei Erdelemente ist sehr gut. Aktiv wird es bei den Steinbockgeborenen, aber bekommen eine gute Energie die Jungfraugeborenen und auch die Stiergeborenen. Der Planet Mars gibt uns Kraft und Mut. Das ist eine männliche Energie, kann auch eine männliche Person bedeuten. Ganz im Dezembermonat bewegt sich Mars in Tierkreiszeichen Waage. Natürlich, das Thema ist hier Partnerschaft, Ausgleich, Gerechtigkeit. Diese Mars-Energie unterstützt die Jungfraugeborenen, gibt eine gewisse Leichtigkeit, hindert die Steinbockgeborenen und verunsichert bisschen die Stiergeborenen. Für die Stiergeborenen ist das diese Zeit, entweder fühlen sie sich kraftlos oder wenn das um eine männliche Person handelt, dann haben die Stiergeborenen eine gewisse Unklarheiten, etwas undurchschaubar ist. Planet Merkur ist die Planet der Handlungen, die Kommunikation, die Gespräche, Informationen, bewegt sich in Tierkreiszeichen Schütze. Diese Merkur-Energie ist ein guter Einfluss auf dem Steinbockgeborenen, weil sie werden begeistert sein über ein Gespräch oder gibt da Unterstützung, also gute Gespräche. Das einschränkt die Jungfraugeborenen, das sind vielleicht Missverständnisse oder die Jungfraugeborenen warten auf eine Nachricht und es kommt noch nicht und verunsichert ein bisschen die Stiergeborenen, wo die Stiergeborenen dann Informationen erhalten und es ist ein bisschen unklar, dann sollen sie nachfragen oder etwas noch überprüfen, besonders wenn es um Verträge geht. Wichtig ist noch zum Erwähnen, dass die Schicksalsplanet und auch Planet der Karma, Saturn, bewegt sich dann ab 21. Dezember und das auch längere Zeit in Tierkreiszeichen Steinbock. Und jetzt schauen wir die Bilder an, weil das ist die Monatsorakel. Die erste beiden Karten ist der Sarg und der Schiff. Sarg bedeutet nur ganz selten wirklich Tod.
Sarg hat andere Bedeutung im Kartenbild, etwas Altes oder es geht etwas zu Ende. Das steht in Verbindung mit diesem Reise. Das kann bedeuten, und das wird die Tendenz des Monats oder mit diesen Ereignissen beginnt Monat Dezember, dass eine Reise zu Ende geht. Kann auch bedeuten, dass es alte Kontakte kommen von Ausland. Oder eine Reise hat eine Bedeutung und kommen wir mit einer älteren Person in Verbindung. All das kann die Tendenz sein. Diese große Reise, was die Schiff symbolisiert, kann auch eine innere Reise sein. Und dann verbinde ich die Sarg, der Karte Sarg, mit Ahnen oder mit alter Karma. Also all das kann die Tendenz sein. Die nächste beiden Karten, der Klee und der Park, ist in einem Platz, was ich bezeichne als Geheimnisse. Klee ist natürlich Glück und die Park bedeutet ein Fest, eine Einladung, ein öffentliches Ort, aber es ist noch in die Schattenseite. Es ist alles noch im Verborgenen. Das kann bedeuten, dass eine Einladung kommt und es ist noch im Geheimen. Es wird aber bald da sein, weil die Klee ist nicht nur Glück, sondern auch Zeitkarte von 4 Tagen bis 4 Wochen, dass in diesem Zeitraum eine Einladung kommt. Kann auch bedeuten, dass ihr plant etwas, ein Fest, aber ihr sollt das noch im Geheimen halten. Oberhalb von Klee und Park, und ich zeige sofort die Bilder, liegt die Fuchs und das Kind. Das ist der Platz für Freundschaften, Bekanntschaften, für einen Verein oder eine Partei. Und da sind die beiden Karten, der Fuchs und das Kind. Vorsicht mit neuen Freundschaften, weil da liegt die Falschheit. Das Kind bedeutet neue Kontakte, neue Freundschaften. Das Kind kann auch bedeuten Neuigkeiten im Freundeskreis und das kann eine Lüge sein und da ist dieser Fuchs ein Hinweis drauf. Also Vorsicht mit neuen Kontakten, Freundschaften oder Neuigkeiten kann auch eine Lüge sein. Kann durchaus auch bedeuten, dass euren Kinder hat gerade falschen Umgang. Die nächste beiden Karten ganz oben ist der Platz, was wir erreichen können, wo wir Lob oder Anerkennung bekommen. Das ist auch der Platz, die Berufung. Und da liegt der Bär und der Weg. Also viele von euch wird Monat Dezember neue beruflichen Wegen suchen und da zeigt Kraft und Mut. Und diese Kraft und Mut symbolisiert der Bär. Der Bär bedeutet nicht nur Kraft und Mut, sondern oft bedeutet ein Person, jemand, was zum Sagen hat, wo etwas bestimmen kann. Und hier sind Neuigkeiten, neue Wege und Entscheidungen. Durchaus kann das die Chef oder die Chefin bedeuten, was Monat Dezember dazu führt, dass die Entscheidungen treffen, was euch betrifft. Die nächste Karten erscheint die weibliche Hauptperson, die Dame und die Blumen. Natürlich für die Damen das bedeutet das eigene Ich. Und dieser Platz zeigt an Reisen. Das kann wirklich eine Reise sein oder Kontakte im Ausland, aber das kann auch eine innere Reise sein oder ein Studium. Die Blumen ist ein Geschenk, eine Überraschung, eine Einladung oder diese Reise wird sehr schön sein und das führt zu Erfolg. Wenn es um die Studium geht oder Prüfungen, dann die Blumen zeigt an, ihr besteht das mit Erfolg.
Die Karte Blumen ist natürlich oft eine Überraschung oder ein Geschenk. Und das verbinde ich jetzt wieder mal zu diesem Karten am Anfang Klee und Park, wo ich erwähnt habe, es kann sein, diese beiden Karten, dass ihr eine Einladung bekommt und das bringt Glück, aber es ist noch im Geheimen. Und dann passt ganz gut zu die Karte Blumen. Die nächste beiden Karten, der Mond und die Sense, ist ein Platz, wo man sich etwas verändert im Leben. Da kommt eine Art Wandlung. Und es ist auch die Notwendigkeit. Und beiden Karten zeigen Veränderungen an. Das kann in verschiedenen Lebensbereichen sein. Die Mond ist Veränderungen, so wie die Mond ändert sich ständig ihren Mondphase. Mal Vollmond, mal Neumond, mal zunehmend, mal abnehmend, also zeigt Veränderungen an. Und die Sense heißt, das kommt mit einem Schwung, ganz schnell. Und das wird passieren im Monat Dezember, dass ihr etwas verändert. Und das kommt ganz schnell oder kündigt etwas oder trennt ihr von etwas. Also ihr werdet Veränderungen haben und das aus eigenen Entscheidungen heraus. Die nächste Karten, der Herz und die Rute, ist der Platz, die Beziehung. Das kann Ehe sein oder der Partnerschaft. Die Liebe ist da. Das ist das Herz. Also ihr habt Glück in die Liebe, Partnerschaft, weil da sind die Gefühle. Das ist sehr liebevoll. Aber der anderen Karte, der Rute, wir müssen nur das Bild anschauen. Dieser Mann im Bild peitscht sich selbst. Das heißt, ihr braucht Vertrauen in die Liebe, Partnerschaft. Also nicht daran zweifeln und auch keine Angst von dieser Beziehung haben. Die Liebe ist da und das ist für mich die Bestätigung. Also hört auf bitte daran zum Zweifeln. Es ist sehr wichtig, Zweifel und Ängste überwinden und auf diese Liebe vertrauen, weil die Liebe ist da. Unterhalb von diesen beiden Karten befindet sich der Ring und die Sonne, diese beiden Karten. Das ist der Platz, der Alltag, der Pflichten und auch der Arbeit. Der Ring kann Verträgen bedeuten, ein Arbeitsvertrag. Kann auch bedeuten, dass ihr Kontakt habt im Arbeitsplatz und der andere ist noch verheiratet. Kann auch bedeuten. Die Sonne ist auf jeden Fall Erfolg. Sonne ist aber auch Zeitkarte, also durchaus kann passieren, wenn wir als Zeitkarte betrachten, dass der Arbeitsvertrag erst im Sommer kommt. Auf jeden Fall scheint die Sonne in euren Alltag. Es ist auch ein Heilenergie und Lebenskraft. Unterhalb von Ring und Sonne liegt der Reiter und der Schlüssel. Reiter und Schlüssel, diese beiden Karten. Das bedeutet Lebensfreude oder eine Hobby. Und da ist etwas in Bewegung. Das kann auch ein Hobby sein mit Pferden oder mit Autos oder Sport. Es bewegt sich etwas und das mit Sicherheit, weil die Schlüssel zeigt Sicherheit an. Also kommt etwas in Bewegung. Der Reiter kann auch eine männliche Person sein und das natürlich schenkt auch Lebensfreude. Wenn wir weiter nach unten schauen, dann erreichen wir die beiden unteren Karten.
Und das wird der bedeutende Fundament im Monat Dezember, natürlich für diesen Zeitraum, was ihr so vorhabt im Monat Dezember, auf welchem Fundament baut ihr das alles auf. Und das sind die Mäuse und die Fischen. Die Fischen kann die Gefühle bedeuten. Und wenn das die Gefühle betrifft, dann die Mäuse zeigen mir klar und deutlich an, ihr habt Ängste. Mäuse bedeutet auch Ängste. Also, und auf diesen Gefühlen kann man nichts bauen. Also wichtig ist, die Ängste auch überwinden. Es muss aber nicht sein, weil die Karte Fische bedeutet auch die Finanzen. Und die Mäuse ist auch eine Warnung, es kann eng sein finanziell, was ihr jetzt startet, Monat Dezember, dass ihr da finanziellen Sorgen habt. Also bitte auf die Finanzen achten. Dann schauen wir die nächsten Karten an und es beschreibt eure vertraute Umgebung, Nachbarschaft, Verwandtschaft und da liegt der Hund und die Vögel. Die Vögel bedeuten Gespräche, Kommunikation, Kontakte, das ist einiges in Bewegung und der Hund natürlich Freundschaften und das ist schöne Gespräche mit Nachbarn, mit Bekannten, aber auch mit Verwandten. Da sind Nachrichten, Kontakte da. Die nächste Karte, was oberhalb von Hund liegt, ist die Störche und der Kreuz. Und das ist der Bereich, die Werte, auch die Finanzen. Diese beiden Karten, die Störche und der Kreuz. Beide Karten zeigen Veränderungen. Störche sind die Karte der Veränderungen und der Kreuz bedeutet bezüglich jetzt auf die Finanzen, weil hier geht es um Finanzen, ihr steht in einer Kreuzung und ihr trifft wichtige Entscheidungen. Wie geht es jetzt weiter? Geradeaus oder nach links oder nach rechts? Also werden Veränderungen da sein und Entscheidungen. Es geht um Werte, aber auch um Finanzen. Und so kann ich diese Orakel beschreiben. In die Mitte liegt ein Engelkarte und diese Engel begleitet euch in dieser Zeit. Wahuel heißt diese Engel. Man sagt, diese Engel ist Atem Gottes und schenkt Leichtigkeit und ist ein Wegweiser und hilft bei Veränderungen. Und hier gibt's Veränderungen, berufliche Veränderungen, Entscheidungen und im Finanzen kommen auch Veränderungen, vielleicht sogar eine Reise und Veränderungen, emotional Ängste überwinden, nicht an euch zweifeln. Also das sind diese Veränderungen und diese Engel hilft euch dabei, ist wie ein Lichtbringer, wie ein Wegweiser. Ich fasse das kurz zusammen. Also eine Reise kann eine Bedeutung sein. Alte Kontakte oder Kontakte mit einer älteren Person. Etwas ist unterwegs, eine Einladung, eine Überraschung, ist aber noch im Geheimen. Berufliche Entscheidungen, aber das hat auch Erfolg. Die Finanzen achten. Das kann ein bisschen eng sein. Nicht zweifeln an die liebe Partnerschaft. Das Herz ist da. Es ist alles in Ordnung. Dann habt ihr Lebenskraft und auch Lebensfreude. Das ist auch sehr schön und angenehm. Im Freundeskreis, besonders wenn es um neue Kontakte handelt, seid ihr etwas vorsichtig. Da liegt die Fuchs und das ist für mich eine Warnungskarte. Und das, was mir diese Orakel vermittelt. Und ich möchte auch etwas vermitteln. Ihr könnt diese Ereignisse Monat Dezember mit einem kleinen Ritual unterstützen.
Und nun, hier sehen wir die Hilfsmittel und ich erkläre euch das. Ich habe erwähnt, bei diesem Orakel seid ihr vorsichtig mit Freundschaften. Besonders, wenn es um neue Begegnungen geht. Da ist der Karte Fuchs. Und da empfehle ich euch Schutz. Einmal diese graufarbenen Kerze. Das schützt euch von Gefahren. Dazu diese Öl ist auch ein Schutzöl, ein Duftöl, was auch schützt. Mit diesem Öl könnt ihr, das ist diese Öl dazu, könnt ihr diese graue Ritualkerze bepinseln. Nicht viel, nur ein paar Tröpfchen. Und dann brennen lassen. Dann zeige ich euch noch die Räucherstäbe, die Myrrhe, und es hilft gegen Angriffe, gegen Falschheit und schützt euch auch. Und nicht vergessen, in diesem Orakel erscheint im Freundeskreis der Karte Fuchs und es ist schon Falschheit. Und dieser Duft schützt euch. Diese orangenen Kerze hilft bei Neuanfang. Diese Öl dazu ist die Wegöffner oder Wegweiser und oberhalb der Öl die Fortuna, wo auch Glück bringt. Beide Ölen eignet sich dafür, mit diesen Kerzen zum Arbeiten. Und was ich noch empfehle, das ist die Sternkarneol. Und es gibt euch Kraft, das ist die Kraft der Sonne und schützt euch auch. Und das sind diese Hilfsmittel, das befindet sich in meinem Shop, in meiner Webseite. Ihr könnt es auch bestellen und es befindet sich unter www.denderasusannamedici.com. Was noch sehr wichtig ist bei den Ritualen, der richtige Zeitpunkt, und das kann ich euch astrologisch auch berechnen und ihr könnt es gerne als Blitzberatung buchen. Mein E-Mail-Adresse ist blitzberatung@denderasusannamedici.com. Was noch wichtig ist, der Zeitpunkt. Wann ihr diese Rituale macht. Und das sollte man auch maßgeschnitten sein. Für euren Geburtshoroskop astrologisch abstimmen. Und ihr könnt diese Tage natürlich auch von mir berechnen lassen und als Blitzberatung buchen. Mein E-Mail-Adresse ist blitzberatung@denderasusannamedici.com. Und mein Honorar beträgt bei Blitzberatungen pro Termin oder pro Frage 10 Euro Vorkasse. Und nicht vergessen, ein guter Rat ist immer Gold wert. Und mit diesen Worten verabschiede ich mich. Ich bedanke mich für das Zuschauen. Mein Name ist Dendera Susanna Medici.